das soll man ja auch eigentlich gar nicht sagen, ne? Eigentlich soll man ja so tun, als hätte man da vor dem Plan, den ich natürlich jetzt hatte, ne? Ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll, wenn ich ehrlich bin. Ich gehe mal gleich zur Rutsche. Also so manche Let's Player, wenn du die anguckst, denkst du immer, boah, die wissen sofort alles. Aber nee, wenn ich was nicht weiß, dann sage ich das auch. Und ich, ja, dieses Planetenrätsel hängt mir echt immer noch tief in den Knochen. So. Ich bin gespannt. Ich denke, dass es eventuell was mit der Rutsche zu tun haben kann. Ja. Habt ihr das gehört? Da ist mir irgendjemand hinterhergelaufen jetzt. Jetzt ohne... Wirklich, da ist mir irgendjemand hinterhergelaufen. Laut. Ist super laut gerade gewesen auf mein Ohr. Mach bitte keinen Quatsch. Ich finde das echt nicht in Ordnung. Vor allen Dingen nicht, wenn man sich konzentriert. Da ist das ein bisschen doof. Sollte man nicht tun. Mann! Okay. Keine Panik. Keine Panik. Gelb. Da vorne war gelb. Ich gehe zurück. Fliege. Jetzt habe ich es ins Mikrofon gemacht. Das tut mir wirklich leid. Mensch, du scheiß Vieh. Also die Fliege. Ja! Huch. Okay. So kann man es auch machen. Haben wir noch eins. Zack. So. Dann brauchen wir noch zwei. Jetzt wird es wieder witzig. Ich habe wieder keinen Plan. Aber dadurch, dass wir ja gerade rumgelaufen sind, haben wir ja auch dieses gelbe, diese gelbe Einkerbung, das Dreieck. Ich weiß nicht, dieses Ding da gefunden. Dreieck. Diese Klingel. Ich weiß es nicht. Ich kann es immer noch nicht benutzen. Wir halten fest. Die Rutsche. Und die Rutsche, die wird sicherlich irgendwie in die Luft fahren, ne? Wir haben das hier und das ist so ein Klettergerüst hier, wo man oben klettern kann, aber wir können es nicht benutzen. Und wir haben doch noch hier... Ne, das sind nur die... Ne, Quatsch, warte mal. So, da ist eins, das ist genau da oben drüber, ist auch noch eins. Und da kommen wir dran, wenn wir die Rutsche benutzen können. Gut. Muss ich für alles andere vielleicht noch eine andere, so eine Form finden, die ich dann umwandle? Kunde join. Hör bitte auf zu lachen, ist nicht lustig. Es bleibt spannend, liebe Leute. Es bleibt wirklich spannend. Ich finde es immer noch sehr spannend. Ich dachte gerade, da steht einer. Mach mich nicht fertig. Fliege, ich geh weg, Mann. Entschuldigung. Ich muss sagen, ich bin gerade echt schon ein bisschen sauer wie der blöden Fliege. Ich bin, das nervt mich wirklich extrem. So. Das hat gerade auch geholfen und deswegen machen wir das jetzt nochmal. Wir laufen rum und betatschen einfach mal jede Lampe. Ich hatte gerade, da sind zwei Hände. Ich bilde mir schon Sachen ein. Und wenn ich jetzt gleich nichts finde, dann werden wir einmal außen rumgehen. Noch einmal. Und das zweite Mal hat es uns ja auch Glück gebracht. Und eventuell taucht gleich irgendwo eine Form auf, die wir nutzen können. Keine Sorge, wir kriegen das schon irgendwie hin. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Ich kann das nicht glauben. Das ist ganz komisch. Jetzt ist ganz komisch. Okay, blau, blau, blau. Zack. Das ist ganz, habe ich das alles übersehen gehabt? Muss ich mir in der Aufnahme nochmal angucken? Beim Schneiden? Oh, okay. Ich krieg keinen Fallschaden. Das ist doch cool, oder? Normal. Ah. Cool. Dann rutschen wir mal runter. Und jetzt, Moment mal. Oh, bitte sag, es klappt. Bitte sag, es klappt. Hep. Ja. Hey. Party hard. Warum freue ich mich nicht so ganz einfach? Ich erwarte Schlimmes. Ich erwarte sehr Schlimmes.
Okay, junge Dame, tut uns nichts. Ich kann nichts machen. Ach ja, stimmt ja. Da ist ja immer noch was. Ein großer Turm und da ist noch eine Plattform. Jetzt kann hier sicher nichts passieren. Was ist das denn? Sollen das Haie sein? Sollen das Haie sein oder? Das sollen Haie sein, yo. Ein Meer, ein Leuchtturm, ein Mann. Bioshock. Okay. Ich sehe sehr viel. Wo kam ich denn jetzt? Hä? Was? Ich weiß es nicht. Aber ich mache einfach nochmal. Ja, das ist ein... Ich... Was? Gut. Ja. Okay, ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich hin muss. Aber ich mache das jetzt einfach mal so. Ich werde dich umbringen, das weißt du. Ich werde dich umbringen. Du bist jetzt bestimmt schon, keine Ahnung, 2 Folgen ist die Fliege jetzt dabei oder eine. Ich habe keine Ahnung. Aber nicht mehr lange. Warum? Echt, warum? Was habe ich dir getan? Das ist meine Ausredenfliege. Huch! Und jetzt? Oh! Okay, das Wasser steigt wohl. Hoppala. Fliege. Ich bring dich um, echt. Ich bring dich um. Kriegst du nicht. Gut, das Wasser steigt. Also gut. Wenn ich oben bin, gucke ich mich mal ganz schnell um. Aber man sieht nicht wirklich viel hier. Okay, geradeaus. Nein! Geradeaus, geradeaus. Nicht drehen, nicht drehen. Und das Wasser steigt. Okay. Wohin jetzt? Da oben hin. Schaffe ich das überhaupt bis dahin? Nein, schaffe ich nicht. Ach, wie mies. Okay. Keine Panik. Ich möchte immer noch da oben hin. Wir gehen mal hier hin. Und von da aus da vorne, wenn das geht. Wasser, Wasser, Wasser. Das soll die Parkerinnerung sein. Warum Wasser? War es ein regnerischer Tag im Park? Oh Gott, ich bin hier jetzt gerade echt... Oh, das ist doof. Stopp, nicht so tief. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Kriegen wir schon noch hin. Wie gesagt, zur Not. Es war so laut jetzt gerade. Zur Not schneide ich es. Aber diese Abschlusslevel, muss ich sagen, sind auch recht abwechslungsreich. Ich erinnere mich da an den Teddy. Den haben wir, glaube ich, als erstes. Dieses blöde M. Ja, ja, dieses blöde M. Das war sehr blöd. Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren. Ja, wohin denn? Ach, hier, okay. Wenn du meinst. Wie wär's denn mit diesem hier? Denn da wollte ich ja eigentlich hin. Von da aus nach rechts. Nach da. Nach da. Und das macht er nicht. Der geht erst hier drauf. Ja, bitte. Ja. Nein. Okay, keine Sorge. Keine Sorge. Keine Panik. Und natürlich ist hier nichts. Okay, Wasser kommt. Wasser kommt. Ist ein bisschen doof. Also... Ich kann an sich gar nicht steuern, wohin ich springe. Das heißt, wenn ich mich jetzt so hier hinstelle, geht er trotzdem hier hin. Krasse Zwischenwelt gerade. So, dann geht er jetzt hier hin. Ich glaube, ich nehme dann auch mal, ich nehme die Plattform hier. Und komm direkt hier hin. Gut. Nein, komme ich nicht. Warum?
Oh Gott, wie gemein. Wie gemein. Ja. Wohin jetzt? Ja, komm. Das heißt, ich mache... Okay, ich mache eigentlich... Ich springe immer gleich. Hui. Das war knapp. Okay, da vorne, da vorne, da vorne. Ich sehe es, ich sehe es. Lauf, 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 lauf. Okay, wir sind schon ein Stück höher. Wenn du jetzt hier landen würdest, wäre echt geil. Niu. Schaffen wir das? Ja. Gut. Okay, weiter geht's. Es geht noch sehr weit hoch. Es sieht auf jeden Fall echt krass aus. Richtig krass. Ich glaube, diesmal sind wir auf einem guten Weg. Man muss das erst immer irgendwie checken, was das Spiel von einem will. Dauert heute auch etwas länger. Okay, ich glaube, das Wasser steigt schneller. Das Wasser steigt schneller. Ja. Oh Gott. Okay, und jetzt konzentrieren. Hallo? Huch. Ah, geschafft. Das war also die Park Memory. Oha. Oh. Madison plus David. Madison war also mit David zusammen und ein anderes Mädchen. Huch. Was nun? Ein anderes Mädchen stand da hinterm Baum und war wohl eifersüchtig. Guck mal, jetzt haben wir hier die Schaukel. Das wird noch interessant. Hieß er David oder Daniel? Der hieß David, ne? Ich guck mal schnell. David, ja. Wir haben was übersehen, das kann eigentlich gar nicht sein. Oh Mensch. Als nächstes haben wir... Was ist das? Okay. Als nächstes haben wir die Flying Memory. Ich glaube, das ist eine echt traurige Geschichte hier gerade. Eine richtig traurige Erinnerung. Und ich finde auch, dieses Konzept von dieser Soul Cloud, die Nase juckt, dass wenn man die Erinnerung der Toten ja bewahrt in dieser Soul Cloud, ne, dann können die Angehörigen ja gar nicht loslassen. Und ich denke, wenn man jetzt an den Titel des Spiels denkt, ich spoilere jetzt nicht, weil ich reime mir oder da noch gerade wieder irgendwas zusammen, Master Reboot, und denke ich mir, dass man eventuell dafür sorgen muss, dass es hier alles komplett neu rebootet, damit die diese Erinnerung verschwinden, damit die Toten wirklich sterben können, damit die Angehörigen auch loslassen können. Also ich halte nichts von der Soul Cloud. Soul Cloud, überhaupt gar nichts. Und ich denke mal, deswegen auch das Siren, das Abwehrprogramm ist, das uns auf jeden Fall aufhalten will. Aber was hat Madison und David, wieso diese Erinnerung? Sind wir Angehörige von ihr? Oder sind wir wirklich selber Madison? Was ja nicht funktionieren kann, wir sind ja tot. Naja, Flying Memory, bin gespannt.